Hallo ihr Lieben, hier ist der Erik von Raus aus dem Hausblock. In letzter Zeit werde ich ganz häufig gefragt, Erik, was ist die beste Kamera, die es gibt? Welche Kamera soll ich mir kaufen? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Die beste Kamera, die es gibt, ist die, die ihr dabei habt. Ihr könnt euch Spiegelreflexkameras kaufen, wie hier meine alte Canon EOS 5 D Mark II. Ihr könnt euch spiegellose Systemkameras kaufen, wie hier meine Sony Alpha 7 R2. Ihr könnt euch kleine Systemkameras kaufen, wie die Kamera, mit der ich zum Beispiel gerade dieses Video aufnehme. Das ist eine Canon M3. Aber letztendlich bringt euch das alles nichts, wenn sie in der Tasche zu Hause liegen oder im Auto liegen. Wenn ich unterwegs bin, morgens auf der Hunderunde, abends auf der Hunderunde, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, spontan möchte ich irgendwo anhalten, sehe ein Motiv, denke mir, boah geil, davon muss ein Foto machen, nutze ich mein Mobiltelefon. Denn das habe ich tatsächlich immer mit dabei. Die meisten Fotos, die ich mache unterwegs, mache ich mit dem Handy. Aktuell benutze ich ein Huawei P30 Pro. Das ist ein etwas älteres Modell, hat aber immer noch eine super Performance, eine Spitzenkamera, hat eine Leica-Linse verbaut, das bringt auch mal nochmal so ein Quäntchen Qualität mit dazu. Für Social-Media-Auftritte, für Facebook, Instagram, Snapseed, Twitter, was weiß ich, keine Ahnung, was ihr so alles benutzt, ist die Qualität dieser Bilder vollkommen ausreichend. Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass wenn ihr professionell arbeiten wollt, wenn ihr eure Bilder verkaufen möchtet, ihr sie hochziehen möchtet, ihr im Kundenauftrag arbeitet, dass ihr da nicht mit dem Handy auftauchen könnt. Das ist ganz klar. Da müsst ihr einfach schauen, was möchte ich machen, wofür brauche ich meine Kamera und dann dementsprechend euch ein Gerät kaufen. Wenn es aber nur darum geht, ein paar Fotos zu machen, die schön zu bearbeiten, Selfies machen, Landschaftsaufnahmen machen, dann ist die Qualität des Mobiltelefons absolut ausreichend. Ihr könnt euch auch Kleinigkeiten dazu holen, wie ein Mini-Stativ mit einer Handyhalterung oder wenn ihr Selfies machen möchtet, sowas etwa, das ist ein Ringlicht, das kommt über die Kameralinse, da könnt ihr euch selber schön ausleuchten, wenn ihr lieber Selfies macht. Ansonsten ist es tatsächlich so, die teuerste Kamera nutzt gar nichts, wenn ihr sie nicht mit dabei habt. Und letztendlich macht ohnehin der Fotograf das Bild und nicht die Kamera. Ich kann jemandem, der keine Ahnung hat von Fotografie, die teuerste Kamera der Welt, eine Hasselblad H30 oder H40, das Ding kostet mit Objektiven mal eben 40.000 Euro, in die Hand drücken und er wird kein einziges anständiges Foto auf die Reihe kriegen. Ich kann einem absoluten Top-Fotografen wie Benjamin Jaworski, Stefan Wiesner, Rico Best mein Mobiltelefon in die Hand drücken und sage, mach mal ein schönes Landschaftsfoto und die werden das machen, die werden das hinbekommen. Letztendlich, alles was ihr braucht, ist hier drin und euer Auge. Seht zu, dass ihr anständige Kameraperspektiven hinbekommt. Ich mag zum Beispiel unheimlich gerne tiefe Kameraperspektiven, ich liege fast ständig auf dem Boden oder drehe mein Handy statt so rum, um tiefer Kameraperspektiven hinzubekommen. Haltet euch an die Zweidrittelregel, den goldenen Schnitt, da könnt ihr euch mal in YouTube-Videos informieren und euch Inspirationen holen. Ihr könnt auch gerne mich anschreiben und euch bei mir Tipps holen oder Fragen stellen. Ich versuche die so gut es geht zu beantworten. Auf meinem Instagram-Account, den Link setze ich hier mit unter das Video, habe ich auch einen Ordner Fototipps. Schaut ihn euch mal an. Ganz viele Tipps für Smartphone-Fotografie. Damit bekommt ihr auf jeden Fall bessere Bilder hin, wie jemand, der keine Ahnung hat und eine teure Kamera benutzt. So. Jetzt habt ihr mein Statement zur besten Kamera, die es gibt, gehört. Und jetzt macht euch raus aus dem Haus und genießt die Natur. Bis bald im Wald. Euer Erik.